Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom LS16 hier auf einem Samsung S9. Euer Hobbygamer 13 ist wieder euer toller Moderator. Und ja, ich weiß, es kam wieder länger keine Folge, das hatte mal wieder private Gründe. Ich hatte wieder ziemlich harte Zeiten jetzt, ihr wisst ja, Einzelhandel, Weihnachtsgeschäft und so weiter und so fort. Dieses Wochenende soll jetzt allerdings mal wieder ein bisschen was passieren, sowohl hier auf meinem Kanal als auch hier auf meinem Hof. Es wird jetzt jeden Tag eine Folge geben und ja, fast hätte ich es vergessen, wir müssen mal auf die Statistiken schauen. Wolle 34%, wächst stetig weiter, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Silos haben wir auch ein bisschen was drinne. Ja. Und Biogasanlage hat 19% Gülle, das heißt, wir müssen dann auf jeden Fall vielleicht auch irgendwann mal. Ja. Wieder ein bisschen Gülle fahren. Jetzt allerdings werden wir erstmal hier das Stroh noch einbringen von diesem Feld. Und warten, bis der Weizen hier reif wird, damit wir dann auch instant gleich weitermachen können. Ja. Ich möchte einfach mal hier noch so ein bisschen auf das letzte Jahr, also auf die letzten 365 Tage meines Kanals eingehen. Und das wird auch das Thema der morgigen Folge sein. Denn wir haben heute den 30. Dezember. Und morgen am 31. Dezember, also auch wenn dann Silvester ist, wird es hier auf meinem Kanal in dieser morgigen LS-Folge einen kleinen Rückblick geben und ich werde einfach mal so ein bisschen erzählen, wie es mir dieses Jahr mit YouTube ging. Denn ihr wisst ja alle, mein Kanal hat echt ganz schön zugenommen und das ist, ich bin hin und weg. Also dieses Jahr, ich glaube, dieses Jahr war für meinen Kanal ein sehr gutes Jahr und darüber möchten wir jetzt einfach mal in der morgigen Folge ein bisschen unterhalten, damit wir dann auch wirklich genug Gesprächsstoff haben. So, dann werde ich, glaube ich, jetzt mal einfach hier das eine Silo noch voll machen und hoffen, dass der Weizen bald reif ist. Denn das wird auf jeden Fall auch das Ziel der heutigen Folge sein, dass wir hier noch ein bisschen die Ernte voranbringen und die Silos auffüllen. Und vielleicht kriegen wir auch nochmal eine Mission, die wir dann machen können. Da werden wir einfach, glaube ich, mal schauen, was da so abgeht. Ja, was ich in diesem Video, also in dieser heutigen Folge auf jeden Fall mal ansprechen möchte, sind eure Wünsche. Denn ihr wünscht euch wahrscheinlich sehnsüchtigst und ihr wünscht euch, glaube ich, auch wirklich gar nichts anderes. Ihr wünscht euch Atlantic Fleet. Da habe ich verdammt gute Nachrichten. Denn morgen oder am Sonntag, das weiß ich heute noch nicht genau, wird wieder ein Video dazu kommen. Ich werde dann einfach mal hier schon ein 5 gegen 5 Gefecht machen. 5 deutsche Schiffe gegen 5 englische oder amerikanische. Dann werden wir mal schauen, was da bei rumkommt. Ihr habt Atlantic Fleet, das erste Video, nämlich mega gehypt und ich habe das auch beobachtet in den letzten Wochen. Die Aufrufe sind stark nach oben gestiegen. Ich glaube, wir sind bei etwas unter 1000 oder vielleicht sogar über 1000. Also das sagt mir auf jeden Fall einiges. Ihr möchtet das einfach sehen und das werde ich natürlich berücksichtigen. Ich will ja euch auch so ein bisschen mit in meinen Kanal einbeziehen. Ihr dürft auch so ein bisschen entscheiden, was ich denn machen soll. Und euer Support in dieser Hinsicht ist einfach wirklich Wahnsinn, Leute. Ich bin da echt stolz auf euch. Auch auf das gestrige World of Warships Update Video habt ihr einfach schon, ich glaube, 48 Aufrufe gehauen. Das ist wirklich geil, ne? Also das zeigt mir, dass ihr das auf jeden Fall sehen wollt, ne? World of Warships, wenn ein Update rauskam, ich bin natürlich immer im Start gleich und checke für euch alles. Von dem her, es freut mich einfach mega, dass ihr das auch so gut annehmt. Und ich selber bin ja gespannt, was ich denn euch da noch alles zeigen darf dann, ne? Im Januar oder ich weiß nicht genau, ich vermute mal im Januar, so wahrscheinlich Anfang oder Mitte Januar werden da auch die 12, also 12 Gefechte an den Start gehen als begrenztes Event. Da wird auf jeden Fall auch ein Video kommen, denn das will ich mir mit euch natürlich nicht entgehen lassen und das werde ich mir auf jeden Fall noch anschauen. Habe ich aber im Video gesagt gestern, also wenn ihr über World of Warships auf jeden Fall nichts verpassen wollt,
Bei mir seid ihr genau richtig, dann könnt ihr auch gleich mal abonnieren und vielleicht noch einfach mal auf dieses Video einen Daumen nach oben da lassen, damit ich auch wirklich sehe, wo meine wahren Fans sind. Gut, der macht jetzt hier seine Runden mit dem Weizen, ich habe hier den Anhänger extra nochmal ausgeleert. Und das ist so gerade der Stand der Dinge. Gut, ich denke mal, wir brauchen hier aber definitiv jemanden, der vielleicht einfach mal wieder sät. Jetzt haben wir einen Trecker zu wenig. Macht aber nichts, weil wir können dich abhängen. Und ich weiß gar nicht, vielleicht ist es sinnvoll, wenn ich hier mal gerade hergehe und das Güllefass anhänge. Denn ich habe es ja vorhin angesprochen, die Güllegrube ist schon wieder zu 19% gefüllt. Das heißt, wir sollten uns diese Möglichkeit auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Zumal wir damit auch Geld sparen, denn der Kunstdünger kostet natürlich ordentlich. Und das dürfen wir nicht vergessen. Also wir haben jetzt hier nur 35.700 und deswegen sollten wir haben sogar noch 48% drin. Na egal. Ich fülle jetzt erstmal hier gut auf, dass das dann wieder voll ist. Ich bin sowieso begeistert, dass wir noch nicht pleite gegangen sind, weil ich bin eigentlich so überhaupt kein Experte-Spieler, ne? Also ich mach's mir noch sehr leicht, ich spiele dann immer auf Schwierigkeitsgrad leicht, wo ich dann halt schon gute Preise kriege für mein Getreide und sowas, ne? Aber ich dachte mir, ich mach hier mal ein Let's Play auf Schwierigkeitsgrad Experte, um mit euch zu schauen, ob ich das denn durchhalte, und bis jetzt bin ich eigentlich sehr begeistert. Also, wir sind nicht blank Gott. Und ich würde sagen, das sieht doch ganz gut aus. Jetzt sehe ich allerdings gerade, dass der hier voll ist. Das heißt, ich muss hier mal abtanken. Werden wir auch direkt machen. Ja. Läuft doch. Also, sehr gut. Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass ich ein bisschen unter Bedrängnis komme, denn der ist da gleich fertig mit Grubbern und ich muss da Stroh fahren. Ja, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Ich will natürlich lange Pausen vermeiden, also dass jetzt hier mein Fahrzeug länger steht oder so. Denn wir wollen ja ein bisschen wirtschaftlich sein, ne? Und dafür muss man auch mal Kompromisse eingehen. Ja, den müssten wir eigentlich mal übertanken. Aber dafür haben wir jetzt keine Zeit. Das machen wir, wenn es zu weit ist. Da habe ich jetzt keine Zeit für. Den Wollebestand werde ich auch weiter im Auge behalten, denn ich vermute mal, in einer der nächsten Folgen wird der Hänger hier auf jeden Fall weg müssen. Ne? Frische Wolle. Da freuen sie sich dann und geben mir hoffentlich auch gut Geld. Ich brauche jeden Cent. Ne? Ich brauche wirklich jeden Cent. Wobei, von dem Geldbetrag, den ich hier auf dem Konto habe, bin ich, glaube ich, in echt nur drei. Aber das wäre natürlich auch geil. Stell euch vor, ihr habt 35.500 Euro. Und boah, das wäre so geil, Alter. Da wäre auf jeden Fall für vielleicht 2 oder 3 Jahre vorgesorgt. So. Dann hänge ich dich da mal ab und schnappe mir den Ladewagen. Ich denke mal, wir können dann auf jeden Fall auch investieren demnächst wieder. Ich weiß allerdings noch nicht so recht was, weil ja, haben wir jetzt schon vergessen, so. Ich weiß noch nicht so recht was, weil irgendwie gibt es so viele Möglichkeiten, wie wir jetzt neu investieren könnten. Felder, weiß ich nicht. Da reichen jetzt eigentlich erstmal die 3, das ist momentan schon genug. Arbeit. Was ich auf jeden Fall machen werde, ist nochmal Raps anpflanzen. Der wird gerade, glaube ich, auf jeden Fall. Beziehungsweise, ich habe ja eigentlich sogar noch einen Silo, ne? Aber da werde ich jetzt mal schauen, wie das dann aussieht mit den Preisen. Und dann werde ich natürlich bestimmen, was ich ansehe. Ich hatte überlegt, ob ich vielleicht auch ein Maisgebiss kaufe, aber ich weiß gerade gar nicht, ob der hier ein Maisgebiss hat.
Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Wie viel haben wir? 9 Minuten. Na gut. Das geht noch. Ich habe jetzt länger nichts mehr mitgekriegt hier, dann machen wir halt ein bisschen länger. So. Ich denke mal, wir brauchen eigentlich fast noch einen vierten Schlepper, weil ich habe zwar hier drei, aber die reichen nicht. Also ihr seht schon, ich muss jetzt mit einem zwei Sachen machen. Und ich glaube, wesentlich lukrativer wäre es, wenn ich für jede Aufgabe hier ein Fahrzeug zur Verfügung hätte. Aber das lasse ich mir noch durch den Kopf gehen. Da könnt ihr ja auch mal mitmachen und in die Kommentare schreiben, was ihr denn jetzt am sinnvollsten findet. Vielleicht doch ein neues Feld? Oder einen neuen Schlepper? Oder eine neue Maschine? Na, weil wir kommen ja so langsam, wir sind jetzt bei 35.000 und wir kommen so langsam wieder an eine Marke, wo wir mal wieder einkaufen könnten. Also ich denke mal, es kommt ein Maisgebiss in Frage. Kann ich euch mal gerade reinschauen, ob ich denn hier... Ja, also es gibt Maisplücker für den Drescher. Das heißt, ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ich auf Mais vielleicht auch gehen soll. Da weiß ich jetzt gar nicht, ob die Sämaschine das ansäen kann. Oder ob ich mir vielleicht noch einen Schlepper kaufen soll. Was meiner Meinung nach die sinnvollere Entscheidung wäre. Ja. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Vielleicht wisst ihr ja, was ich jetzt machen könnte. Ne? Du bist gleich fertig, das Ding ist super. Dann kannst du mal gerade hier weitermachen. Gut. Und du fährst bitte direkt darüber. Ich würde sagen, der macht da nichts, aber er macht doch was. Das ist jetzt ungeil. Fahr zu, du hältst mich auf. Ach, noch schön ein bisschen Aroma mitnehmen. Na, Gülle aus der BDA stinkt ja nicht so krass wie Gülle aus von den Kühen. Aber glaubt mir, ihr wollt nicht leben. Also ich wohne jetzt auch nicht neben der Biogasanlage, aber ich glaube, das ist jetzt auch definitiv eher semi-geil. Ne? Was ich hier für Begriffe verwende. Ne? So. Der Drescher müsste bald voll sein. Ich brauche also mein Hängerchen. Das habe ich da drüben. Warum rede ich von das? Den habe ich da drüben geparkt. Und ja. Ich spiele mit dem Gedanken, ja, wobei das. Ich muss ja noch mindestens zweimal abtanken. Also. Ob das dann da jetzt so viel Sinn macht. Ich nehme dir mal gerade die Vorfahrt, Kollege. Also du frisst mich nicht. Nein. Ja. Was sagt er? Ist voll. Oh, richtiges Timing hier. Darauf kommt es meiner Meinung nach an. Dann lad mal ab. Ich denke mal, ich werde auch in den nächsten Folgen auf jeden Fall noch mal ein paar Verkaufsfahrten machen, um die Kasse ein bisschen aufzustocken. Und ja. Jetzt haben wir hier ein ernsthaftes Problem. Warum? Ganz einfach. Er fährt Gülle, er krubbert und ich brauche was zum Abfahren. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber ich glaube, ich brauche noch einen Bulldog. Und mit dem, was ich jetzt hier habe, komme ich nicht weit.
Na gut, dann machen wir das halt jetzt mal so, dass ich. Da drüben schon mal sehe. Und ich meine, er wird ja dann so oder so irgendwann fertig sein. Kann dann gleich da drüben weitermachen. Und jetzt gucke ich mal gerade. Ja, du kannst Mais ansehen. Ich werde allerdings jetzt mal Raps machen. Weil ich glaube, Raps bringt wesentlich mehr Geld. Und das ist. Das brauchen wir. Das ist ganz wichtig hier. Und dann geht es auch weiter mit Stroh sammeln, weil der muss dann gleich weiter grubbern. Der ist nämlich fast fertig. Ganz schön stressig, ey. 16 Minuten, oh Gott. Gut. Hängen wir den Ladewagen an und dann machen wir direkt mal weiter, denn er muss ja auch dadurch und. Wenn ich im Weg stehe, dann ist das nur blöd. Gut. Wie es dann weitergeht, seht ihr allerdings in der morgigen Folge. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden morgen hier dann das Stroh noch weiter einsammeln, die Weizenernte zu Ende bringen und dann sind wir, glaube ich, auf einem guten Wege, dass wir wieder einkaufen können demnächst. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch einigermaßen unterhalten und dann sehen wir uns morgen zum Grande Finale für 2021. Das werde ich definitiv hier mit dem LS Let's Play machen. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend, eine gute Nacht und wir hören uns morgen. Morgen kommen dann wahrscheinlich auch so zwei Videos oder so. Da muss ich schon. Ich habe noch ganz viele Videos, die ich dann hochladen kann. Lasst euch einfach überraschen. Atlantic Fleet kommt auf jeden Fall dieses Wochenende. Gut, jetzt ist aber Schluss. Bis morgen.